Eine Journalistin fordert offen bei Maischberger eine Koalition mit der AfD auf Landesebene. Hier brechen wirklich alle Brandmauern und da hat man wohl von der Seite der ARD hier eine Journalistin eingeladen, die man vorher nicht gut genug gebrieft hatte, was man anscheinend sagen darf und was man nicht sagen darf. Alle zerreißen sich schon das Maul, sie wäre eine rechte Reporterin, wo man sagen muss, diese Frau ist wahrlich keine rechte Reporterin. Aber erst einmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Bei Maischberger war zu Gast Bodo Ramelow, ein unsägliches Gelabere. Ich konnte es kaum ertragen. Doch in der anschließenden Runde mit mehr Teilnehmern war dann auch Nena Brockhaus zu Gast. Ihr kennt sie sicher, aktuell ist sie in dem Format Meine Welt, meine Meinung bei dem Sender Welt TV zu Hause. Dort wird kommentiert unter anderem mit den Kollegen Anna Schneider, Henrik M. Broder, Gunnar Schupelius, Stefan Aust, Hans-Ulrich Jörges oder Jan Fleischhauer. Immer der schöne Kommentar des Tages, den es auch in öffentlichen, also in normalen Medien gibt, kein öffentlich-rechtliches, ist ja immer noch privat hier, Axel Springer. Sie hat Kolumnen geschrieben, sie hat für das Handelsblatt gearbeitet, sie hat für Focus gearbeitet. Sie hat auch einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel Ich bin nicht grün, ein Plädoyer für Freiheit. Sie kritisierte das Parteiprogramm der Grünen schon als prohibitiv und erzieherisch mit sozialistischer Prägung. Dennoch ist sie wahrlich keine rechte Reporterin. Dennoch findet sie hier ganz klare Worte für das, was das Demokratische ist, das, was nicht nur jeder mit gesundem Menschenverstand denken würde, sondern das, was wir auch alle wissen, der einzig gangbare Weg ist der Weg, den sie jetzt beschreibt. Ich weiß, dass meine These fast schon gefährlich ist, weil man dann schnell in die Ecke gestellt wird, dass ich AfD-Sympathisantin bin. Das bin ich nicht und das möchte ich deswegen auch klar sagen, weil ich dafür auch nicht missbraucht werden möchte für AfD-Wahlwerbung. Aber ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir auf Landesebene, wenn die Bürger das wollen, das ist eine Wahl, die die Bürger getroffen haben. Und wenn die Bürger das wollen, muss auf Landesebene eine Koalition in Erwägung gezogen werden. Es müssen Gespräche eingegangen werden. Es ist Wahlergebnis der Bürger. Und ich finde vor allem in Thüringen, man kann ja dann, wenn man zusammensitzt, kann die Union ja sagen, die CDU sagen, nein, das passt nicht zusammen, das ist völlig möglich. Aber von Anfang an zu sagen, es ist uns völlig egal, was die Bürger wollen, es ist uns egal, was die Bürger wählen, wir machen es nicht mit der Partei, halte ich für undemokratisch. Und um das zu ergänzen, ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir so auch nicht gegen die AfD in irgendeiner Form ankommen werden. Die publizistische Brandmauer hat nicht funktioniert, wo private Medien die AfD über Jahre nicht interviewt haben. Und die politische Brandmauer funktioniert auch gar nicht. Mhm. Und ich bin deswegen dafür, dass auf jeden Fall Koalitionsgespräche auf Landesebene mit der AfD geführt werden. Und Koalitionsgespräche auf Landesebene. Die Kommentatoren sagten nicht nur, es wäre eine rechte Reporterin, sondern dass ja auch gewisse Personen erwiesenermaßen rechtsextrem sind in gewissen Landesverbänden. Und da muss man nur noch mal sagen, wenn sie alle so rechtsextrem und so gefährlich sind, dann könnt ihr den Laden einfach zumachen lassen von eurem Landesverfassungsgericht. Dann gibt es den Landesverband der Partei nicht mehr. Da das Ganze allerdings juristisch Bestand haben muss und es sich niemand hier getraut hat, sehen wir ganz klar, die Etablierten haben Angst vor neuen gewählten Politikern, die an ihre Stelle treten könnten und damit für großes, großes Unheil sorgen. Alleine die Einsichtnahme in alle rückwirkenden Unterlagen. Das ist ja das. Stellt euch mal vor, die AfD kommt irgendwo in eine Regierungsposition und hat einfach Zugriff auf die ganzen Secret- und Top-Secret-Sachen und zwar auch der Vorgängerregierungen und der Geheimdienste und so weiter und so fort. Dort liegt so viel Dreckwäsche, so viel Giftmüll politischer liegt dort begraben. Das wollen sie unbedingt verhindern. Wirklich unbedingt. Und weil sie so demokratisch sind, fangen sie jetzt an mit einem Parteiverbot in Sachsen. Nein, nicht der AfD-Landesverband in Sachsen soll verboten werden, sondern das sächsische Innenministerium hat durchsickern lassen, dass man die Freien Sachsen jetzt verbieten möchte mit einem Parteiverbot. Da seht ihr mal, es gibt sie, die Gefahren für die Demokratie, würde ich nie bestreiten. Doch was sie sagen, dass wenn 30% die AfD wählen, weil die AfD sagt, hört auf mit eurer Migrantenpolitik, es ist völliger Wahnsinn,
Da sehen Sie eine Gefahr für die Demokratie. Nein, das ist nur eine Gefahr für eine Parteiideologie, die inzwischen ausgedient hat. Niemand möchte diesen grünen Wahnsinn mehr ertragen, wenn es um das Thema geht. Aber die armen Menschen, die Schutz brauchen, aber. Jeder Afghane, der hier bei uns auftaucht, ist durch 9 sichere Herkunftsländer gereist. Er hat keinen Anspruch darauf, sich hier in diesem Land niederzulassen. Jeder, der das anders sieht, soll dafür dann bitte auch extra zur Kasse gebeten werden. Die Menschen, die am Bahnhof gestanden haben und geklatscht haben 2015, die sollen doch bitte jetzt einfach mal einen Soli für ihre Migranten bezahlen. Das ist absoluter, völliger Wahnsinn, ja? Sie wollen weiter das Spiel spielen. Es sollen alle reinkommen, man macht ein bisschen Schauspiel und ja, dann hat die AfD noch mehr Prozente. Dann reden wir immer noch nicht mit denen und dann reden wir immer noch nicht mit denen und dann reden wir immer noch nicht mit denen. Nena Brockhaus, sie hat es hier verstanden. Wenn ihr sie entzaubern wollt, holt sie mal in Verantwortung, sage ich auch immer wieder. Denn dann wird sich erst herausstellen, ob sie umfallen, wie alle anderen Politiker vorher umgefallen sind. Einmal die Hebel in der Macht in der Hand, lässt man sie ungern wieder los und man ist bereit zu jedem politischen Kuhhandel. Man verkauft dann seine eigene Oma, seinen Opa und so weiter. Ihr kennt das alles, was in der Politik möglich ist. Denn das Erste, was in der Politik verloren geht, ist die Wahrheit. Das ist immer so. Dann gehen die Fakten verloren, ja, die man noch hatte. Und dann irgendwann geht es nur noch darum, wer hat die schönere Lüge und kann mehr Worthülsen in Satzbausteinen aneinanderreihen, um am Ende minutenlang zu reden und nichts gesagt zu haben, dann ist man bereit, Bundeskanzler zu werden. Wenn man sich dann noch nicht mehr ganz dran erinnern kann, dann ist man auch bereit, Bundeskanzler zu werden. Wenn man den Leuten vortäuscht, man hätte in London studiert, dann wird man Außenministerin. Wenn jemand nicht nur in London studiert hätte, sondern schon in Deutschland auf einem englischen Studiengang, dann hätte er nicht so ein miserables, absolut unpassendes, unfähiges Englisch auf der Zunge, wie das gewisse Personen in diesem Lande haben. Aber nee, da fällt mir Günther Oettinger ein, der ehemalige Digitalkommissar der EU. Er war letztens bei Welt im Interview und da war leider die Verbindung nicht so gut. Es ist einfach völliger Wahnsinn, wie ihr das kennt. Aber hier wird sogar im ersten deutschen Fernsehen mal ein Satz gesendet, der Ihnen sonst niemals irgendwo über die Lippen kommen würde. Und es ist gar nicht zensiert worden. Da war wohl der Zensor gerade pinkeln, war wohl mit Nena Brockhaus ein bisschen anders abgestimmt im Vorgespräch. Ich denke, sie wird nie wieder zu Gast sein bei Maischberger. Diesen Fauxpas werden sie in Zukunft vermeiden. Ich kann nur sagen, sie wollte nicht missbraucht werden für Wahlwerbung, würde ich hier nie tun. Ich zeige euch einfach nur Ausschnitte aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die alle meine Zuschauer fast nicht sehen, weil sie sich alle dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen verweigern. Seht es euch nochmal an, hier kommt es nochmal und damit dann ciao, bis bald. Ich weiß, dass meine These fast schon gefährlich ist, weil man dann schnell in die Ecke gestellt wird, dass ich AfD-Sympathisantin bin. Das bin ich nicht und das möchte ich deswegen auch klar sagen, weil ich dafür auch nicht missbraucht werden möchte für AfD-Wahlwerbung. Aber ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir auf Landesebene, wenn die Bürger das wollen, das ist eine Wahl, die die Bürger getroffen haben. Und wenn die Bürger das wollen, muss auf Landesebene eine Koalition in Erwägung gezogen werden. Es müssen Gespräche eingegangen werden. Es ist Wahlergebnis der Bürger. Und ich finde vor allem in Thüringen, man kann ja dann, wenn man zusammensitzt, kann die Union ja sagen, die CDU sagen, nein, das passt nicht zusammen. Das ist völlig möglich. Aber von Anfang an zu sagen, es ist uns völlig egal, was die Bürger wollen, es ist uns egal, was die Bürger wählen, wir machen es nicht mit der Partei, halte ich für undemokratisch. Und um das zu ergänzen, ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir so auch nicht gegen die AfD in irgendeiner Form ankommen werden. Die publizistische Brandmauer hat nicht funktioniert, wo private Medien die AfD über Jahre nicht interviewt haben. Und die politische Brandmauer funktioniert auch gar nicht. Mhm. Und ich bin deswegen dafür, dass auf jeden Fall Koalitionsgespräche auf Landesebene mit der AfD geführt werden. Und